Sehr geehrter Herr Landeskurat, geschätzte Regierungskollegen, Abgeordnete, Bürgermeister, werte Landeskommandanten, Schützenkameraden von Bayern, Nordtirol, Osttirol und Südtirol aus dem Trentino, liebe Landsleute, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir heute eine besondere Freude, dass ich an diesem Gedenken dabei sein kann. Und es freut mich, das an einem besonderen Jahr zu tun. Denn wir erinnern uns zurück, vor 200 Jahren wurde Tirol mit Österreich wieder vereint. Das ist ein besonderes Jahr unserer gemeinsamen Geschichte. Und wir erinnern uns gerne zurück, dass vor 100 Jahren hier in Meran das Andreas-Hofer-Denkmal errichtet wurde. Und ich bin auch sehr gerne gekommen, heute allen Schützenkameraden zu danken. Zu danken, dass sie bestimmte Werte vertreten, zu danken, dass sie aber auch die Tradition ganz besonders präsent halten und immer wieder die Jugend begeistern, dass die Tradition etwas Gutes ist. Und ich möchte mich insbesondere bedanken, dass die Zusammenarbeit zwischen den Schützenkompanien von Nordost- und Südtirol und Welschtirol eine sehr gute ist und dass diese Zusammenarbeit immer noch besser funktioniert. Wenn heute viele Schützenkameraden anwesend sind, so gestatten Sie mir doch zu sagen, ich freue mich riesig, dass von meinem Heimatbezirk, der Bezirk Landeck, auch kein schlechter Bezirk, so viele vertreten sind, Fahnenabordnungen vertreten sind. Beim Abschreiten der Formation war ich der Meinung, es dürften ungefähr 60 sein, die von meinem Heimatbezirk Landeck hierher gekommen sind. Wenn wir aber reden, dass das Jahr 2014 ein besonderes Jahr ist, vergessen wir nicht, dass vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg begonnen hat. Und es ist unfassbar, was Menschen aus Hass, Neid und Unverstand anderen Menschen angetan haben. Und was unsere Vorfahren erleben mussten. Eine unglaubliche Zerstörung hat stattgefunden und abertausende Menschen mussten das Leben lassen. Vergessen wir aber auch das andere nicht. Wenn auch Südtirol als Schauplatz dieses schrecklichen Krieges erst im Jahre 2015 war, als Italien in den Krieg eingetreten ist, so mussten im Jahre 2014 viele tausende Tiroler am Balkan bei den Schlachten das Leben lassen. Und daran müssen wir uns erinnern. Und deshalb ist es sehr wesentlich, dass wir die Geschichte immer wieder wachhalten. Ein weiteres mussten wir erleben, was den Ersten Weltkrieg und die Folgen betraf, die Zerreißung unserer Heimat. Es war ein Unrecht und es wird immer ein Unrecht bleiben. Und es sind letztendlich offene Wunden und da kann man nicht sagen, dass Zeit die Wunden heilt, denn die Medizin, die notwendig wäre, würde noch nie verwendet. Wir müssen aber auch darüber nachdenken, was waren denn letztendlich die Ursachen für diesen Ersten Weltkrieg. Die Ursache war zweifellos ein weit übertriebener Nationalismus. Die Ursache war das völlige Versagen der politischen Führungen und aber auch zum Dritten eine Fehleinschätzung, dass man geglaubt hat, dass man mit einem Krieg Probleme lösen kann, die durch die Politik und aber auch Diplomatie nicht lösbar waren. Und heute müssen wir natürlich immer wieder Antworten geben. Was haben wir gelernt aus diesem Ersten Weltkrieg? Was haben wir aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt? Es gibt nur eine Antwort. Nie mehr wieder Krieg. Und das ist eine Verantwortung, die wir alle wahrzunehmen haben. Eine Verantwortung auch gegenüber den nächsten Generationen. Heute leben wir im Herzen Europas. Seit Jahrzehnten haben wir einen Frieden. Ein Frieden, der beinahe zur Selbstverständlichkeit geworden ist.
Und ich sage es auch ganz offen, ich bin ein Verfechter der Europäischen Union. Ich bin deshalb ein Verfechter der Europäischen Union, weil dieser Friedensprozess in unserem Land, in Europa, insbesondere durch die Europäische Union eingeleitet wurde. Und es ist ein Faktum, dass hier alle Mächte, die sich bitter bekriegt haben, zusammenarbeiten. Ich war selbst Verteidigungsminister und auch Innenminister der Republik Österreich. Bin am Tisch gesessen, wo man darum gerungen hat, was können wir alles tun, dass der Frieden weiterhin gewährleistet ist. Und ich bin nicht einer, der blind einfach alles akzeptiert, was in der Europäischen Union passiert. Da gibt es viel zu kritisieren, dass man sich zu viel mit Nebensächlichkeiten auseinandersetzt. Es ist zu kritisieren, dass es kein eindeutiges Regelwerk gibt gegenüber den Schuldenstaaten. Schauen wir, was Südtirol derzeit mitmacht, weil Italien verschuldet ist. Da gibt es kein eindeutiges Regelwerk. Aber wesentlich ist für mich diese europäische Integration, dass es gelungen ist, den Frieden zu bewahren. Und schauen wir in die letzten Jahrzehnte hinein, es hat auch im Osten Europas Kriege gegeben. Das waren Länder, die nicht Mitglied damals der Europäischen Union waren. Und die streben natürlich und streben hinein in die Europäische Union, damit dieser Friedensprozess weiterentwickelt werden kann. Vergessen wir nicht, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sich einiges abgespielt hat in Europa. Die Ungarnkrise im Jahre 1956. Im Jahre 1968 die Tschechoslowakei-Krise und in den 90er Jahren der Zerfall Jugoslawiens. Das hat alles stattgefunden. Aber es geht darum, dass die Europäische Union die Verpflichtung hat, diesen Frieden in Europa, in unserem Kontinent weiterhin zu gewährleisten. Eine zweite Errungenschaft innerhalb der Europäischen Union ist das Europa der Regionen. Und sagen wir es offen, die Europäische Union tut gut daran, die Bürgerinnen und Bürger auf dem Prozess der europäischen Integration mitzunehmen. Da braucht es die Region. Wir leben wesentlich näher zu den Bürgerinnen und Bürgern, wie das in Brüssel oder Straßburg der Fall ist. Und ich bin sehr froh darüber, dass sich hier im Europa der Regionen einiges entwickelt hat. Und wenn ich so zurückdenke, geht es auch darum, dass die Grenzen gefallen sind, dass wir eine gemeinsame Währung haben. Ich habe das als Kind erlebt. Mein Vater wurde in Laas geboren. Wir sind dort, wo wir ein Kind waren, jeden Sonntag zu unseren Verwandten gefahren. Über den Reschen drüber sind wir gefahren. Und jedes Mal wurden wir kontrolliert. Wir haben Angst gehabt auf der Grenze. So wie viele andere auch. Und heute können wir drüber fahren, freuen wir dann immer wieder, wenn man hier offen über, da gibt es keine Grenzen mehr, dass man ins Heimatland Südtirol fahren kann. Und heute habe ich mich ganz besonders gefreut über den Brenner drüber. Als Präsident der Europaregion Tirol darf ich heute hier sein. Das ist eine besondere Errungenschaft. Und deshalb geht es jetzt darum, wenn man in die Zukunft schaut, dass wir die Europaregion gemeinsam weiterentwickeln. Wir haben hier eine große Aufgabe zu bewältigen. Wenn ich an diese große Aufgabe denke, gibt es für mich zwei wesentliche Bereiche in der Europaregion Tirol. Das ist einerseits die sachliche Ebene, dass Sachthemen erledigt werden müssen. Und zum Zweiten kommt aber dazu die symbolische Ebene. Es kommt dazu, dass wir uns gut verstehen müssen. Und ich bin Landeshauptmann Arno Kompatscher sehr dankbar, der einen besonderen Weg gewählt hat. Er hat gesagt, wenn ich das erste Mal außerhalb Südtirols was tue, als Landeshauptmann, dann gehe ich nach Innsbruck, ins Landhaus und habe bei mir einen Antrittsbesuch gemacht. Das zweite war für mich sehr wesentlich, dass er gesagt hat, dass er nur gemeinsam mit mir den Bundespräsidenten in Wien besucht, dass diese Symbolik auch dementsprechend passt. Und das ist, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, eine gute Basis für eine gute Zusammenarbeit. Wir werden in der nächsten Zeit viele Sachthemen erledigen.
Am 27. März haben wir eine Sitzung des Vorstandes der Europaregion Tirol. Da geht es uns darum, dass wir auch das tagtägliche Leben berücksichtigen. Wir müssen zum Beispiel schauen, dass es im Sozialrecht und aber auch bei den Arbeitsbedingungen keine Benachteiligungen gibt zwischen Nord-, Süd- und Osttirol. Wir werden auch schauen, dass wir weiterhin etwas weiterentwickeln. Ich könnte mir, weil der Bauernbundpräsident da ist, auch vorstellen, dass also Leinburg und Rotholz eine enge Kooperation machen. Das würde uns stärken. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir darüber hinaus im Schüleraustausch, Lehreraustausch uns massiv bemühen, damit diese Ebene ebenfalls funktioniert, bis hin zu den Universitäten. Es muss machbar sein, dass die Universitäten im Bereich Forschung und Entwicklung näher und enger zusammenarbeiten. Es sind aber wesentliche Themen im Bereich des Verkehrs zu bewältigen, im Bereich des Naturmanagements, in diesen Gefahrenbereichen bis hin zu der Stromversorgung, meine lieben Leute. Es muss ja letztendlich jetzt einmal machbar sein, dass wir den Strom wieder zusammenführen zwischen Nord- und Südtirol. Das sind Anliegen, die bewältigt werden müssen. Kommen wir jetzt aber zum Zweiten, zu dieser symbolischen Ebene. Wir dürfen nie zufrieden sein mit dem Erreichten. Wir müssen immer wieder weiterstreben, damit also unsere Landeseinheit sichtbar ist. Denn wir Tirolerinnen und Tiroler sind ein besonderer Menschenschlag. Ein Menschenschlag mit einem großen Selbstbewusstsein. Ein Menschenschlag mit dem Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit. Da geht es darum, dass wir uns ordentlich positionieren müssen. Wenn ich die Bayern sind, der bayerische Freunde da, ja meine Bayern, verstehen Sie mit uns auch besser wie mit Berlin, gerade insbesondere derzeit. Und es ist so, dass sich natürlich wir uns in der Europaregion besser verstehen als wie Südtirol, Trentino mit Rom. Und mit Wien habe ich momentan auch meinen Ärger. Aus dem Grund, weil immer wieder jene, die gut wirtschaften, benachteiligt sind. Und ich bin derzeit dabei, dass ich alles unternehmen werde, und nur schaffe ich es nicht, dass wir eine Steuerautonomie auch in Österreich zustande bringen. Denn einerseits heißt immer wieder, die Steuern werden in der Republik Österreich eingehoben, dann wird Geld verteilt, dann heißt die Tiroler, die schmeißen das Geld beim Fenster raus, was nicht stimmt, weil wir haben die Finanzen in Ordnung. Und deshalb geht es schon darum, dass wir hier selbstbewusst auftreten, dass wir unsere Länder, unser gemeinsames Land ordentlich in der Europaregion Tirol vertreten, damit wir in den Nationalstaaten und aber auch in Europa stärker werden. Und ich weiß, meine lieben Freunde, ein besonderes Anliegen ist die Doppelstaatsbürgerschaft. Da haben wir in der letzten Zeit sehr viel diskutiert. Und vielleicht hat man das zu wenig ernst genommen. Es sind auch Fehler gemacht worden. Das muss man eingestehen. Denn so etwas kann man nur gemeinsam bewältigen. Da braucht es dann auch jenen Weg, den Arno Kompatscher gesucht hat, über Innsbruck nach Wien und mit die andere Seite. Und man muss auch zum Zweiten sagen, dass es notwendig ist, hier auch das richtige Maß zu finden. Und ich meine, dass man hier das Gesamte, was die Doppelstaatsbürgerschaft betrifft, von den Wolken auf den Boden wiederbringt. Und ich meine das gut. Ich meine, dass man hier einen Weg finden muss, wo man Schritt für Schritt genau überlegt, was können wir tun, damit wir erfolgreich sein. So rasch das ohne oder andere erledigen und da mal ein Gespräch, dort nochmal ein Gespräch, das wird zu wenig sein. Deshalb haben wir vereinbart, dass wir jetzt Folgendes tun. Einerseits zu schauen, was ist möglich. Zum Zweiten der Nutzen einer Doppelstaatsbürgerschaft und aber auch die Pflichten. Und zum Dritten, wie kommen wir zum Ziel. Und wenn wir diesen Weg wählen, werdet ihr mit mir einen verlässlichen Partner haben, wenn man dieses Anliegen kennt, damit wir das Anliegen ordentlich weiterbringen. So gäbe es, liebe Schützenkameraden, meine Damen und Herren, viele Themen,
die Hand zu schneiden sind. Wir haben in den nächsten 2 Jahren als Präsident der Europaregion Tirol genügend Möglichkeiten, hier zu schauen, dass wir uns noch mehr zusammenfinden im Sinne einer Landeseinheit, damit wir unsere Stärken stärken, damit wir für unsere Bürgerinnen und Bürger, das ist das Ziel, das Beste für die Zukunft erreichen. So freue ich mich, dass ich heute hier sein kann. Geschätzter Landeskommandant, lieber Elmar, danke für die Einladung, dass ich hier an diesem historischen Platz stehen kann, dass wir zurückdenken vor 100 Jahren, als dieses Denkmal errichtet wurde, dass wir zurückdenken vor 200 Jahren, als Tirol wieder vereinigt wurde mit Österreich, und dass wir zurückdenken, dass wir im letzten Jahrhundert 2 schlimme Weltkriege gehabt haben, mit der Verantwortung und Verpflichtung, die wir alle haben, dass der Frieden für die Zukunft in unserer Europaregion Tirol, in unserer Heimat und aber auch in Europa weiterhin gewährleistet wird. Herzlichen Dank. Es lebe unsere Europaregion Tirol.